Hallo YouTube und hallo Twitch schon mal provisorisch. Ein kleiner Late-Night-Stream, naja, 22.16 Uhr. Late-Night ist noch nicht unbedingt. Aber ich fühle mich so, denn ich bin heute echt müde, aber ich hatte doch Lust auf einen Stream. Cam wollte ich eigentlich auch auslassen, aber ja, hab sie jetzt doch angelassen. Alles nicht so ganz so geplant heute, aber hey, ich habe Lust auf einen Stream, also mache ich einen Stream. Und was ich eigentlich noch machen wollte, ist mir Pokémon zu besorgen. Denn in nicht mal 26 Stunden ist der Release. Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Das wollte ich mir genau jetzt kaufen. Im Stream. Einfach weil, warum nicht? Der Pokéball Plus, der ist auch schon in der Vorbestellung. Der sollte übermorgen ankommen. Release Day, dann werde ich, wenn ich morgen Mitternacht zum Release-Zeitpunkt streame, also vom 15. auf den 16., den Pokéball noch nicht haben und mit dem Joy-Con spielen müssen. Dann habe ich das direkt mal als Vergleich. Ist vielleicht gar nicht so doof. Und ich möchte mir die Evoli Edition holen. Der Grund ist, weil Pikachu kennt man schon, ist sehr nostalgisch, wie ich finde. Zu nostalgisch und ich mag Evoli inzwischen auch ganz gerne. Ich weiß nicht. Evoli spricht mich einfach mehr an. Macht das Spiel vielleicht im Endeffekt ein bisschen leichter durch die verschiedenen Typen, in die sich Evoli später theoretisch entwickeln kann. Oder ich habe gelesen, man kann den Attacken beibringen. Von verschiedenen Typen. Und mit Pikachu soll es ein bisschen schwieriger sein, aber halt immer noch einfach. 59,99. Weiter zum Kaufbildschirm. Ist viel Geld für so ein Spielchen. Vor allem Plus. Der Pokéball Plus. Den finde ich ja schon ein bisschen zu teuer. Aber gut. Ich habe hier noch Guthaben. Habe ich Punkte noch übrig eigentlich? Ah. Nochmal 3 Euro draufschlagen. Punkten. Jetzt bin ich bei 28. Ja, gut. Noch Kreditkarte, benötigter Betrag. Ich könnte auch direkt 60 drauf tun. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe nicht arg viel Geld und das Einzige, was ich mir holen wollte, ist tatsächlich nur Pokémon und Smash. Ich bin ein bisschen sehr hell. Tut mir leid dafür, aber der Bildschirm ist so weiß. Ey, ihr habt doch meine... Oh, halt. Wenn ich über PayPal was auflade, wird das auch von der Kreditkarte abgebucht. Habe ich ja so eingestellt. Also alles gut. Hallo Nasty. Lemon. Pokémon. Zahlender Betrag, ja. 56,99. Mit meinem Guthaben wird dann 28 abgebucht. Damit kann ich leben. Smash, das wird... teurer Spaß. 85 Euro, wenn ich die 10 Goldpunkte noch einlöse, die ich mit diesem Kauf jetzt bekomme. Ne, das sind ja nicht mal so 10 Euro. Ich, aber das ist ja nicht mal der Fall. Das wird weniger sein. Vorbestellen und bezahlen. Oh. Ja, nur wäre es cool, wenn ich das jetzt auch spielen könnte, aber nein. Mein Pokéball kommt dann auch wahrscheinlich erst zum Release Day. Ja, ich wollte es jetzt aber mal gekauft haben. Pokémon, let's go, Evoli. Gekauft. Du kriegst es morgen schon, ja, nice. Und er lädt schön runter. 30 Minuten. Der hat keinen Fullspeed hier, warum auch immer. Switch. Ich lädt mit 40 Mbits runter, etwa, wenn ich 400 hab, eigentlich. Das wäre in einer Minute 30 down, etwa. Nimmt sich 30 Minuten Zeit. Pff. Donkey Kong Country. Weiter geht's. Ja, machen die halt gerne, denke ich mal, die ganzen Retailer. Gibt halt gut Verkäufe bei so großen Spielen. Bei Smash wird's heavy. Ich werde es spielen wollen, ich werde es unbedingt spielen wollen, aber nein. Digital muss man sich ja an die ganzen Daten halten, man hat keine Wahl.
da hat Nintendo die Kontrolle. Ich stand da. Egal. Habe ich schon gepasst. Huch. Ich habe fast mein Handy vom Tisch gewischt. Das habe ich in der Schule mal mit dem Bleistift geschafft und damit die Lehrerin abgeworfen. Als ich Radiergummifussel vom Tisch wischen wollte. Ah. Ja, das Ablecken ist immer geil. Poco-Loco-Labyrinth. Ja. Ich lecke einfach den Bildschirm ab. Hat denselben Effekt. Ich bin so hell. Die Cam macht sich bei mir jedes Mal selbstständig. Ich wollte sie diesmal auslassen eigentlich, aber... Weißt du was? Ich lasse sie jetzt einfach aus. Oder... Lass mich einfach kurz reingucken. Ja, ja. Ich hasse dieses OBS manchmal. Ich bin jetzt auch nicht so wirklich fotogen, dass man mich hier sehen muss. Google Pay. Oh, wollte ich mir auch mal einrichten, habe ich mir überlegt. Habe ich auch gehört, dass die Kassiererinnen und Kassierer da einfach keinen Plan haben, was du da gerade gemacht hast. Aber du hast bezahlt. Alles, was sie sehen können. Keine Ahnung. Das ist doch alles doof. Ich mache hier weiter. Ich bin einfach ein weißer Fleck. Ja, so einen großen ich würde jetzt nicht als so einen großen Unterschied empfinden, ob jetzt mit Uhr oder mit Handy ist. Ja, beides im Prinzip ein sehr ähnliches Gerät. Aber ja gut, Kassiererin, wenn sie älter war und nicht viel Plan von Technik hat. Hey! Wollt ihr Bananen? Oh nein! Da unten gibt's was. Safe gibt's da unten was. Oder auch hier. Nee? Okay, ich brauche Luft. Ich habe vergessen, dass man hier wieder mit Luft spielen muss. Ja, stimmt schon. Man kann Kassierer noch mit sowas beeindrucken. Aber irgendwann geht das halt auch nicht mehr. Was ist das denn? Ich brauche einen roten Schlüssel. Muss ich jetzt... Okay. Das wird mein Hasslevel. Wasserlevel, Schlüssel und Kisten suchen und ein Labyrinth, wie der Name schon sagte. Und begrenzte Luft, habe ich das schon gesagt. Also, ich bleib mal oben. Hier ist das O. Was bist du denn für ein Hai? Warum ist er so golden? Warum habe ich wieder Cranky? Ach, weil er die Haie zerstören kann. Ja, das war gar keine schlechte Entscheidung eigentlich. Musik, so schön. Geht's hier weiter oder ist es ein Secret? Da geht's wohl weiter? Da oben ging es aber zurück. Ey, das Level ist ein bisschen confusing. Hier werde ich mehrmals rein müssen. Immerhin nur 5 Fusselteile. Ja, Bequemlichkeit ist schon das Punkt. Wo kriege ich denn hier Luft? Verdammt. Hallo, ich bin hart am Ersaufen. Da unten? Hier muss es Luft geben irgendwo. Ja, boah. Okay, tschüss, Cranky. Fast down. Ich freue mich auf Pokémon morgen.
Wird halt eine schöne Ablenkung bis ans Smash da ist. Ich war ja nie so mega hyped drauf und bin's jetzt immer noch nicht. Freue mich einfach mal wieder ein Pokémon-Spiel zu spielen. Ich wollte gerade damit argumentieren, weil ich die letzten Spiele halt nicht besessen habe und deshalb schon ein bisschen raus bin aus dem Ganzen. Aber das zählt nicht. Smash hatte ich noch länger nicht. Ein Smash hatte ich noch nie. Ich habe es nur bei Freunden gespielt. Trotzdem nimmt mich der Hype da so mit. Hä, kann ich das nicht eindrücken? Ich habe die alten Spiele doch. Also Pokémon Gelb habe ich hier ja rumliegen. Aber trotzdem mal wieder das Ganze in HD erleben und alle Pokémon fangen. Da habe ich schon Bock drauf. Und halt auch im Coop-Modus. Ich bin jetzt wieder bei der roten Truhe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, ich weiß, die habe ich schon informiert. Mir reicht es einfach nur lokal selber einmal durch Kanto zu gehen. Da halt mit ein, zwei Freunden mal oder Freundinnen. Ist es mir wert. Ja, züchten, da bin ich sogar froh, dass es nicht geht. Das hat so viel Zeit aufgewendet und ich denke, die sollten das mal komplett überarbeiten. Ich habe es auch nie gemacht, weil mir das too much war. Ja, wo geht's denn hier eigentlich lang? Dieses Level confuse mich ein bisschen. Oh shit. Ich hab nur ein Puzzleteil. Ich weiß gerade nicht viel mit dem Ganzen hier anzufangen. Ich hätte da hoch können, oder? Ja. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Okay, dann bin ich wieder hier. Die ersten 493 kenne ich halt noch auswendig, so ziemlich. Nur danach habe ich keinen Plan mehr. Na gut, aus der 5. Gen kenne ich noch ein paar, weil ich das Playmulator mal nachgezockt habe. Aber der Rest ging halt nicht mehr so leicht auf dem Emulator. Bin ich da schon zurück? Nee, hier ist der rote Schlüssel. Nice. Und da oben? Da geht's doch weiter, ich sehe das. Ja, ein Bonus-Game. Das sieht simpel aus. Oh shit. Ach, der ist wie eine Sprungplattform. Schon wieder. Ich bin heute etwas müde, ich darf verpeilt sein. Ich fand es tatsächlich cooler, als ich die Pokémon kannte. Aber man lernt sie ja wieder neu kennen, die neuen. Und die haben ja halb so wild. Aber ein bisschen cooler finde ich es, wenn ich sie schon kenne. Ich weiß auch nicht. Ich bin da einfach ein ganz eigener Typ, was Pokémon angeht. War ich hier schon? Warum ist hier nichts? Dieses Level ist too much. Jetzt bin ich beim gelben Schlüssel. Hä? Ist hier Luft? Nein. Ach, das war die Stelle, wo ich letztes Mal auch mit Luft gestruggelt habe. Ich weiß. Oh, shit. Ja. Nein. Da gab es eine Blase drin. Ja, immerhin. Wo war die blaue Truhe? Ich habe mir die Truhen-Locations einfach mal nicht gemerkt.
War die vielleicht sogar gleich da oben? Na gut, hoch komme ich jetzt nicht. Mir aber die Wände eigentlich genau angucken. Warum ist hier nichts in dieser Ecke? Warum gibt's nichts, den zu erledigen? Warum bringt's nichts, den zu erledigen? Ich suche mal weiter. Da sind eigentlich schon mehrere Eingänge da oben. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nicht in einer der Röhren irgendwas drin ist. Oh, ich bin gleich tot. Aber da geht's hoch. Lase. Geh nochmal zurück. Gab's rechts an der Wand irgendwas? Level ist gut gemacht, aber absolut nicht mein Fall. Ich mag Puzzle-Level und Labyrinth-Level nicht. Ein Rayman, das fand ich cool wiederum. Aber trotzdem. Hä, hier geht's runter? Geht's hier weiter im Level, oder? Ja, ist jetzt die Frage, geht's hier weiter oder nicht? Oh, hier ist die blaue Kiste. Der goldene Schlüssel. Puzzleteil, jetzt habe ich 3 von 5. Ich nehme mal an, dass nach der großen Tür noch mindestens ein Puzzleteil sein wird. Ach, da bin ich jetzt wieder am Anfang. Und es gab keinen Checkpoint. Ist krass, ich darf mir keinen Treffer erlauben, sonst darf ich alles nochmal machen. Und das will ich jetzt echt nicht. Okay. Ihr wart vorher aber nicht da. Da waren die vorher da. Keine Ahnung. Ich brauche Luft. Da. Mach einen schönen Bogen. Hier ist die Kiste. Und der böse Hai. Boah, was soll denn das jetzt? Ich muss kurz runter und mir Luft holen. Der Hai, der ist zu nervig. Gab's... Ja, hier gab's Luft. Aber ich komme hier nicht wieder hoch. Eieiei. Luft, please. Ach, hier müsste auch jetzt Luft sein. Ja. Ich glaube, muss ich mich mal kurz konzentrieren. Im letzten Herz, das ich habe. So, schnell durch. Mach auf hier. Oh, du Dreckiger. Okay. Luft, ja. Und das G. Okay, mir fehlen noch 2 Puzzleteile. Wo? Oh. Da rechts ist eins, mit Sicherheit. Oh, wo ist das letzte? Ich muss hier nochmal rein. Ja, so schlecht war das Level nicht. War halt nicht ganz mein Fall. Jetzt muss ich da nochmal rein. Ist ja noch mein erster Durchlauf. Man muss es 2-mal durchspielen. Hallo, Obersteirer. Man muss es 2-mal durchspielen und das 2. Mal ist halt im Hard Mode praktisch. Ohne sich einen Treffer zu leisten. Sowas. Ich lasse jetzt halt nur die Time Trials weg, damit ich auch mal vorankomme hier. Und ja, ich mache erstmal nur die 100, weil
Bis morgen Abend werde ich das eh nicht durchkriegen. Vielleicht mache ich morgen Nachmittag. Lass mich das Level mal neu starten. Vielleicht mache ich morgen Nachmittag meinen Stream. Hello, Giorgio. Ja, das Spiel ist schwierig. Der letzte Bossfight, der war gar nicht ohne die ganzen Paviane. So, da rechts. Da oben, da konnte man doch stehen, oder nicht? Ich würde gern Cranky dabei haben, aber ich habe ihn nicht. Soll ich zum Laden? Ich meine, ich habe 999 Münzen und mir mal kurz einen Cranky besorgen und... Nee, Dixie. Nicht Cranky, Dixie wäre eigentlich die richtige Wahl. Ach, der Laden ist da oben. Ich muss die Welt wechseln. Ich probiere es einfach kurz nochmal. Ich weiß im Inventar. Squawks. Den brauche ich nicht. Obwohl, ich könnte ihn mitnehmen fürs Puzzleteil, aber noch so verzweifelt bin ich noch nicht. Nein. Ich mach's ohne. Oh wow. Ich probiere es jetzt so. Ha! Erwischt! Nice! Habe ich mir am Anfang aber fast gedacht. Damit habe ich das und muss das Level jetzt nur noch einmal abschließen. Was ich mir hätte sparen können, hätte ich nur mal direkt das Ding gefunden. Ich sollte aufhören, den Chat zu lesen. Während ich hier am Rumschwimmen bin. Ja, warum nicht? Ey, warte, ich hab sie doch alle. Wenn ich das Ding jetzt... Wenn ich das Level beende, zählt das noch als eingesammelt? Ich glaube, das war so, dass es dann nicht mehr gezählt hat. Ich teste es aus. Schon ein Weilchen her. Nee, zählt nicht. Okay. Na gut, sonst wäre es auch ein bisschen... Blöd. Macht schon Sinn, dass man das Level dann nochmal finishen muss. Ich lasse mir hier ganz schön viel Zeit dafür, dass ich bis morgen Abend gut Fortschritt haben will. Das war auch doof. Wegen Pokémon. Ey, nein, ich will nicht die Welt wechseln. Wo habe ich den ersten Schlüssel denn nochmal gefunden? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf. Naja. Schon wieder hat es was gemacht. Ey, das war... Vorhin scheinbar schwieriger, als es aussah. Let's go habe ich mir vorhin im Stream gekauft, ja. Jetzt lädt das schön im Hintergrund runter. Ja, ist schon halb down. Der Pokéball Plus ist auch schon auf dem Weg. Oder ist er ab morgen wahrscheinlich dann? Yes, habe ich dich. Und dann wird nur noch Pokémon gespielt. Hauptsächlich Pokémon gespielt, bis dann Smash da ist. DK soll ja nicht... Soll sich ja nicht benachteiligt fühlen. Naja gut, ein bisschen darf er schon am Anfang benachteiligt werden. Ein Pokémon hat nun mal Vorzug. Einfach nur schnell durch, ich habe ja alles, was es gibt hier, ja. Wo war der Key? War der da unten? Was gab's hier? Wo das N? Echt? Ich hätte mir gerade in dem Level vielleicht merken sollen, wo denn der Key war, der erste. Der Rest war dann ja recht einfach zu finden. Hier oben war jedenfalls nicht drin. In den
Doch, da hätte ich hoch können und dann wäre ich vielleicht dort angekommen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da was war. Ich gehe nochmal hin. Ich sollte vielleicht die Luft nicht so ganz ignorieren. Da unten kommt gleich wieder Luft. Boah. Hab was. So, ins dritte Loch muss ich. Hier im ersten ist nämlich nichts. Im zweiten dann auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Ich box dagegen, aber... Ja. Das war, glaube ich, hier. Nee, das war erst der spätere Schlüssel, der hier kommt. Wo war denn der erste? Verdammt. Gerne Bescheid sagen, wenn es einer weiß. Weil ich bin gerade zu doof dafür. Ich schieb's mal auf meine Müdigkeit. Ich gehe jetzt hier mal oben lang. Dann fangen wir denn nicht mal so an. Gönne ich mir hier einen Partner oder eine Partnerin. Ixi. Ist die Kelly geholt? Wie kannst du nur? Hoch, dann nochmal hoch. Ach, hier war das. Oh, wow. Ja, danke. Da wäre ich jetzt als nächstes tatsächlich auch hin. Hey. Kann ich gleich Ixi verlieren? Diablo. Ist ein Spiel von Blizzard und mit Blizzard Spiel konnte ich noch nie irgendwas anfangen. Da haben wir ein bisschen anderen Geschmack. Was ja nichts Schlimmes ist. Jetzt kommt grün. Jetzt komme ich blau und blau war unten. Links nochmal nach unten. Ach ja, ich muss hoch ins Loch. Dann komme ich unten ins Loch. Und dann einmal ganz tief hinein in die feuchte Schlucht. Den Schlüssel mitnehmen. Nicht dann. Habe ich den. Ja, hey, Ehrenrunde. Dike freut sich. Ach, scheiße. Oben lang. Ganz brav. Ich dachte, er nimmt den blöden Schlüssel automatisch mit. Nein, macht er nicht. Also Truhe auf, Schlüssel drin, aber nee. Jetzt habe ich den Schlüssel. Ist ja fast schon ein bisschen peinlich heute. Jetzt habe ich die Luft nicht mit. Ich komme auch nicht mehr zurück. Ah! Gab es hier Luft? Ist mir egal, ich gehe jetzt da hoch. Hier gibt es keine. Oh, warte. Das könnte ziemlich weh tun. Kriege ich hier nochmal Luft? Hier gibt es keine Luft. Mach auf. Die Scheiße, da gibt es Luft drin. Vergesst es, ich weiß jetzt, wo die ganzen Schlüssel sind und ich mache jetzt auch keine Kacke mehr mit Luft. Hab das Puzzleteil und ich gehe jetzt ganz schnell zum Schloss. Heute ist nicht mein Tag. Ich dachte, da ist noch irgendwo Luft. Aber hier ist jetzt genau so ein Paradebeispiel. Deswegen, warum ich dieses Feature mit der begrenzten Luft nicht so gern habe. Setz ein bisschen unter Stress. Ich will die Level langsam erkunden. Jetzt will ich Dixi wieder haben. So. Geh weg. Wieder heil.
Warum bin ich jetzt nochmal hier rein? Ich kann auch einfach rausspringen. Ciao. Ja, jetzt war es halt so schlecht. Ich glaube, ich war ein bisschen zu panisch. Ich habe darauf geachtet bei dem Gang, aber ich habe das nicht gesehen. Naja. Jetzt kommt erstmal grün. Grün war unten. Na gut, jetzt kann ich das Level auch schon auswendig. Ne, hier gab es keine Luft. Alles gut. Ich habe darauf spekuliert, dass ich die aus der Truhe mitnehmen muss, die Luft. Da kommt da immer was raus und um eine Sekunde bin ich dann gestorben. Nur wegen einer. Auf da oben. Ach ja, man muss alle Bananen einsammeln. Da hätte ich auch mal drauf kommen können. Blau, ja. Ist korrekt. Ja, hier ist doch was, ja. Ja, du hast recht. Ich dachte eigentlich an hier. Ich habe hier genau geschaut, aber ja, hier kann ja auch nichts sein. Jetzt gib mir den Schlüssel. Danke. Und... ciao. Kann ich da wieder zurück? Nee. Die Musik ist so schön. David Weiss ist ein guter Komponist. War nochmal Gold vor der großen Tür. Mehr Luft. So. Auch gut durchgekommen, allen ausgewichen. Ja, den Hit kassiere ich. Denn jetzt geht's da rein. Leben. Nice. Dann habe ich das Level jetzt endlich hinter mich gebracht. Na gut, so schwerfällig war es ja jetzt nicht. Nicht so, dass ich wie an so einem gewissen Zeitrennen dran frustriert bin. Ich jetzt mal weiter mit Level 2 in dieser Wasserwelt, obwohl ich schon 3 Level abgeschlossen habe. Aquatech. Das ist ein Loren-Level, oder? Ich sehe doch da wieder Loren. Könnte fies werden. Dum, dum, dum. Ist es vielleicht sogar... ich sehe da unten noch was. Ach so, direkt ein Bonus am Anfang. Das mag ich doch. Das heißt am Ende. Denn wenn man verkackt, kann man das Level einfach schnell neu starten. Nice, wie viele Puzzleteile gibt's denn? 5 schon wieder. Ist ja jetzt nicht so viel. Okay, es ist tatsächlich ein Loren-Level. Ich mach mich bereit zu sterben. So schnell war ich jetzt aber nicht drauf gefasst. Ja, das zählt weiterhin als eingesammelt, alles gut. Hey, Nintendo-Fan. Welche Welt ist meine liebste? Kann ich dir nicht beantworten. Ich bin erst in Welt 4 und kenne ja noch nicht alle.
Bisher sind es aber die letzten beiden. Oder? Ey, ich habe kein Favorite. Alle Welten sind gut. Oh ja, das habe ich gesehen, das Puzzleteil. Checkpoint. Oha. Was geht denn jetzt ab? Dieses Semi-3D. Muss ich jetzt... Oh, wow. Damit habe ich nicht gerechnet, aber echt cool. Nein, das hätte ein großer Sprung sein müssen. Ich darf mich umbringen. Shit. Kann ich hier springen? Nein. Sieg wird hier auch direkt aggressiver. Vielleicht alle Bananen einsammeln? Bringt das vielleicht was? Tatsache, da war ein Puzzleteil. Ich hab schon wieder verpeilt. Ich muss nach dem Puzzleteil direkt nach links. Okay, ich weiß noch gar nicht, was für Welten kommen. Werde ich dann aber sehen. Bin ja jetzt schon in der vierten. Es geht voran. So, nach dem Puzzleteil. Direkt nach links. Und einen hohen Sprung. Da rechts, nochmal rechts. Ducken. Oh, oder. oder auch nicht. Der wird einfach gefressen. Links, rechts, Puzzleteil. 4 von 5, bisher läuft's gut. Das Level ist weitaus weniger frustrierend, als ich hingenommen habe. Ich mache zu große Sprünge. Oh shit. Das waren jetzt 2 kurze und 1 großer. Ah. Hoffnung? Hast du Hoffnung? Oh wow. Für mich gibt's keine Hoffnung mehr. Zumindest nicht heute. Obwohl, ja doch, so schlecht läuft's gar nicht. Ich habe ein Puzzleteil gesehen. Ja gut, das muss man erstmal wissen. Es ist nicht frustrierend, es ist... Oh wow. Ja gut, wenn man wirklich viel zu schlecht ist, dann vielleicht schon. Dafür gibt es dann aber auch einen Hilfsmodus, wenn man wirklich dran frustrieren sollte. Es macht halt Spaß. Man fällt ein paar Mal, aber... Es ist halt nicht frustrierend. Aber, ja. Heilen richtig gemacht, wenn ich das so sagen darf. Boah. Spring. Yes, ich hab alles. Ab zum Ziel. Nee, was? N und G fehlen noch? Okay, immerhin muss ich jetzt nicht mehr auf Puzzleteile achten, sondern nur auf das Level selbst. Und ein Checkpoint. Den jetzt schon wieder. Das G war links natürlich, ich nach rechts. Ach komm. Fünfte Welt soll extrem schwer sein. Challenge accepted. Die nächste Welt. Die mache ich mit links. Behaupte ich mal. Vielleicht mache ich heute auch einen längeren Stream bis in die Nacht. Mal gucken, wie weit ich komme. Okay. Den Hit kann ich noch verkraften.
15 Münzen, die ich nicht ausgeben kann, weil ich schon am Maximum bin. Sehen wir dann. Ich bin ja zwar einer, der die schweren Sachen mag und sie dann doch schneller schafft, als man glaubt. Und bei einfachen Sachen wie dem hier, ich nenne das hier noch relativ einfach, hart verkacken kann. Tiefseetourismus. Ich mag die Wasserwelt nicht so. Das ist zugleich eine der guten und gleichzeitig eine der schlechteren Welten. Das Puzzle-Level, es ist zwar echt gut designt und gut gemacht, nur für mich persönlich zieht es die Welt ein bisschen runter, weil ich sowas nicht so gerne habe. Marmalob. Ja, ja. Gucke ich mir dann alles noch an, was ich davon halten soll. Ja komm, die Tradition bricht dir doch jetzt nicht, dass über dem Wasser noch, bevor man reingeht, irgendwo ein Puzzleteil versteckt ist, oder? Na gut, scheinbar ist hier echt nichts. Das hier so Silhouetten-like, sieht voll so aus. Die Cam müsste eigentlich eine Silhouette werden. Ja. Erstmal direkt stechen lassen. Ich mag das ja. Ach, man muss die leuchtenden Fische. Okay. Man muss die leuchtenden Fische zum Leuchten bringen, damit man mehr sieht. Dass diese komischen Zapfen mich da umbringen, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, man kann sie mit dem Licht beiseite drängen. Das sind nette Ideen. Gibt's oben was? Ah, das K. Relativ versteckt für so einen Kornbuchstaben. Ja, muss ich zustimmen. Die Musik in dem ganzen Spiel ist einfach top. Eh, nicht stechen lassen. Wie schnell wachsen die eigentlich wieder? Die fahren sich ja nicht nur aus, die wachsen ja nicht, aber trotzdem. Pflanzen, also verhaltet euch auch wie welche. Zwei unnötige Münzen. Da geht's doch weiter, oder? Nein? Okay, da oben ist aber ohne Bananenstaude. Ich brauch wieder Luft. Ich gehe dafür mal kurz zurück. Sicher ist sicher. Neun Puzzleteile? Das Level ist so groß. Hier gibt es hier einfach viele Secrets. Oh, hier gibt es einen großen Fisch. Ich sag aber nicht, dass der mich jetzt noch unter Stress setzt, indem er mich jagt. Ey, ich habe noch kein Puzzleteil. Ich habe doch irgendwo was verpasst, oder? Einmal mit den Leuchtefischen mitgehen. Oh wow. Da oben, oder? Nein. Es fühlt sich nicht geil an, so lange noch kein Puzzleteil zu haben. Entweder ist man schlecht oder das Level verarscht einen ein bisschen. Komm, werd klein. Hier ist auch keins. Was ist denn da los? Lass mich mal die ganzen Gegner hier besiegen. Sowas kann ich mir doch wieder vorstellen. Das war jetzt knapp. Da vielleicht? Nö. Das wäre ein komisches Versteck gewesen. Aber halt ein großer Fisch. Sah ganz niedlich aus und da geht's doch rein. Ja, wenn ich alle Bananen habe, kommt ein Puzzleteil. Ja, perfekt. 1 von 9. Die Zahl ist viel zu groß und ich bin viel zu weit im Level.
Glaube ich. Außer das Level ist echt riesig. Solche Level würde ich an deren Stelle als Level-Designer auch groß machen, denn wenn man sich schon die Mühe macht, hier alles Silhouetten-like zu machen und es so selten im Spiel vorkommt, dass mal so ein Level kommt, dann kann man sich ruhig auch länger gestalten. Warum ist hier nichts? Ach, da oben, okay. Stirb! Ich will aber noch nicht rein. Ich will Dixie. Oder Didi mitnehmen. Ich darf keine Didi mitnehmen. Das wird doch ein Bonus sein. Ja. Level ist echt lang, okay. Da bin ich ja beruhigt. Das war einfach. Na komm. So. Kann ja nicht unbegrenzt lang mit sich rumschleppen. Ich denke mal. Ich schiebe immer Panik, weil in Mario mit den Koopa-Shells sieht das Ganze ja teilweise anders aus. Hier sind doch... Ach nee, die gehen beiseite. Warum auch immer. Heißt halt... Alles leider Marketing. Donkey Kong wird nicht so hart beworben wie ein Mario. Ah, Pokémon ist down. Okay, ich müsste beenden. Ich wollte nur mal gucken, es wird ja nicht möglich sein, aber man kann ja hoffen. Ich wollte mich hier nochmal umgucken, weil ich... ...dass sich das gerusht angefühlt hat, aber ja, gut, ich gehe weiter. Ich verliere jetzt auch Didi dafür. Wow. Morgen Nacht geht's dann los mit Pokémon. Ich glaube, ich fange um 23 Uhr oder 23.30 Uhr den Stream an. Dann wird das so eine Laberstunde, in der ich einfach nur warte, bis das Spiel freigeschalten wird. Boah. Wenn ihr um die Zeit dabei sein könnt. Gibt ja Verpflichtungen, die Leute haben. Oh shit. Ich finde, was Donkey Kong noch konkurrieren kann, ist Rayman Legends. Das Spiel ist verdammt gut. Oh, ich brauche Luft. Oh, gerade so. Ja, und Nesty, bis bald. Und dankeschön ebenfalls. Ich habe 3 von 9. Erst ein Drittel. Hallo, ich wollte runter. Mich nicht. Ich habe hier alles erkundet, ja. Ich gehe mal ein Stück weiter. Bestie. Achso. Einfach nur angreifen. Da ist ein Herz. Gimme. Mal Luft mitnehmen und da unten, da sind 3 Steine. Kann man mit denen irgendwas machen? Durchbrechen? Nein? Okay. Oh shit, du bist die Qualle. Ach, die kommen da raus. Oh shit, du bist die Qualle. Das ist ein schönes Statement. Da geht's rein. Wo verschwindet ihr denn? Ich brauch Luft. Das Level ist schön und alles, aber diese Luft, die macht mir immer zu schaffen. Puzzleteil. Hast dich relativ geschenkt. Fahr.
Brand. Da hauen sie alle ab. Was soll ich denn morgen machen, wenn Pokémon rauskommt? Aber gut. Bis morgen dann. Wenn ihr Start seid. Und ja. Hier auch einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Ich brauche ein Herz. Luft brauche ich auch. Ich brauche einfach alles. Luft, danke. Direkt durchspurten. Mal da oben reingucken. Ja, ist hier nicht vorhin eine Qualle verschwunden? War das woanders? Hä, das war doch hier. Boah. Das war knapp. Da, schon wieder. Ach nee, das... Oh Gott, das ist der Hintergrund. Halt, halt. Da ist das N und... Ich brauche nochmal Luft. Und ich muss hier noch drehen. So. Anfragen ihr mich am Ende des Streams jeweils an, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, wenn Smash rauskommt, werden nochmal mehr davon reinkommen, wenn ich dann Matches gegen die Zuschauer mache. Ach, sehr schön. Das ist Nummer 5. Hier noch. Ich habe das O vergessen? Wo habe ich denn das O vergessen? Ja, das sehe ich gerade auch. Hä? Ich hab's das letzte Mal gehabt, oder? Ja, da muss ich kurz da durch. Hey Hero. Das ist doch das perfekte Geburtstagsgeschenk. Okay, schnell durch. Aber ich weiß, das so hier irgendwo vergessen. Das. Das hier im Gras? Nein, aber ein Herz. Ja. Ja. Ich hab's halt nicht direkt gelesen, ey. Ist doch perfekt. Bin gespannt, wie ich mich in dem Smash so schlag. In Melee war ich scheinbar richtig gut damals. Ich habe nie ein Smash-Spiel besessen, immer nur bei Freunden gespielt. Melee war ich wohl gut. Smash 4 habe ich mir auf dem Emulator mal runtergeladen, um mich mal ein bisschen einzuspielen als Vorbereitung und war da wiederum nicht so gut. Jetzt frage ich mich, bin ich eingerostet? Bin ich einfach alt geworden oder bin ich ein schnelleres Spiel gewohnt? Das wird ein bisschen schneller als Smash 4 werden. Wo ist das O-Steirer? Okay, Hero. Ich zieh danach an. Da ist das. Und natürlich sterbe ich hier dann auch. Moment. Ich wäre schon noch rangekommen, hast du ja gesehen. Ha. Aber dann sterbe ich. Wie konnte ich das überhaupt vergessen? Was ist falsch bei mir? Ich habe das vorhin einfach ignoriert. Ich weiß noch, wie ich es gesehen habe, vorbeigesprungen bin, aber weil ich so im Gespräch war, habe ich es einfach verpeilt. Ja, ich muss das Streaming noch ein bisschen lernen, auch wenn ich schon seit 2 Jahren mache. Sehr unregelmäßig. Ah, leck mich doch. Warum? Ey, das letzte habe ich gerade aber nicht gemacht. Die typische Ausrede des Gamers. Egal, ich will es mir extra schwer machen. Ich trainiere für den Hard Mode. Mit einem Herz muss ich hier durch.
Mach das schon. Wo war jetzt nochmal das? Da. Wo war das N wohl? Hm? Oh, da ist das N. Boah, das war knapp. Wie? Für mich tatsächlich das meistgehypteste Spiel dieses Jahres. Ich frag mich, warum? Woher kommt das? Ich glaube, da ist einfach viel Nostalgie mit drin. Bei mir. Das N und mir fehlen noch 4 Puzzleteile. Ich muss mal die Öffnung hier öffnen. Oh shit. Das war knapp. Luft. Danke. Kannst du auch bitte dabei bleiben? Pinata. Respawnt er wenigstens? Gibt's hier noch? Okay, ich sterbe einfach. Da war ja eh ein Checkpoint. Ja, mach es direkt so. Okay, hier gibt's ein Puzzleteil. 2/3 geschafft. Ich hoffe, ich übersehe nichts. In der Welt bin ich nur ein bisschen schlechter, weil Wasserlevel nicht meine Stärke sind. Jetzt kommen die Ausreden wieder. Aber ich habe noch eine Chance, das Ganze zu beweisen, ja. In der nächsten Welt, die angeblich so schwer sein soll. Ach, ihr macht das. Ich dachte schon, wie kriege ich euch jetzt weg? Extra Runde drehen. Man kennt ja DK. Okay. Schaffe ich noch? Da habe ich jetzt aber nichts gesehen. Ich glaube, da kann ich direkt durch. Auch hier bleiben. Da war einfach nur vorsichtshalber gehe ich nochmal eine Runde. Weil vielleicht war hier unten doch noch irgendwo was. Doch, ja. Nicht da unten, aber natürlich innen, in dem Ding, wo man gar nicht mit rechnet. Oh shit. Oh shit, gib Gas. Okay. Perfekt. Ein Puzzleteil nur noch. Und das geht. Ah ja, hier sieht es wieder so aus. Oh, aber schnell durch. Oh shit! Ja, das hat jetzt natürlich wehgetan. Das geht. Ich hab's verpeilt. Ja, dann sterbe ich lieber, bevor ich jetzt ins Ziel gehe ohne das G. Go Vacation? Ich hab mir das geholt. Aber war irgendwie hart enttäuscht. Weil sieht halt sehr stark nach Wii U-Port aus. Ich glaube, als... Warum hole ich das eigentlich nochmal? Als Nostalgie-Game für die Leute, die eine Wii U hatten, ist es schon cool. So als neues Spiel habe ich das jetzt gar nicht so gut empfunden. Gar nicht so gut wahrgenommen. Es hat schon Spaß gemacht zeitweise, aber es ist ein Preis nicht wert, sagen wir es so. Ich hätte lieber 30 statt 60 für das Spiel bezahlt. Ja, ich weiß. Man hätte es ja trotzdem minimal aufhübschen können, weil man hat einfach direkt gesehen, dass die Auflösung noch ein bisschen am Sack war. Also nicht mehr zeitgemäß. Und ja, das war halt dieser Wii-Stil. Ah, hier ist noch ein Bonus-Game. Sehr schön, dann habe ich hier alles.
Die Welt mag zwar zu den schönsten gehören, aber doch zu der meinen am wenigsten gemochten. Was Gameplay an sich angeht. So. Dr. Yu gesagt. Okay. Das Yu, das schleicht sich so gerne mal rein. 9 von 9, 999, 99. Leider keine 99 Bananen. Jo, sieht gut aus. Und das kommt. Jetzt nur nicht sterben hier. Okay. Noch ein paar Bananen. Das einzige Sinnvolle, was ich rausholen kann, dann 99 Leben und maximalen Coins. Einen auf Affen machen. Ja, ist ganz gut. Die beste hat aber immer noch Rayman, finde ich. Ist ähnlich, aber noch ein bisschen besser. Tentaklos. Donkey Kong ist auf jeden Fall auf Platz 2. Was Wassersteuerung angeht. Knapp hinter Rayman. Oh. Und Duel Links nervt mich am Handy. Der KC Cup hat begonnen. Pff. Was für Hentai. Erstmal hoch. Man weiß ja, wie es läuft. So eins wieder. Wie war das? Oh ja, erstmal die Banane vergessen. Hoch, dann mit sich und dann rechts wieder hoch. Hat wunderbar funktioniert, wie man sieht. Ich glaube, hier waren die Dinger ein bisschen anders als gewohnt. Plattform. Ich muss das Level mal kurz neu starten. DC Strange. Dieser Eis ist hier gleich leer, aber ich will morgen nur noch einen. Muss ich wieder einkaufen. Müsste hoffentlich reichen bis Freitag. Nachmittag. Und wenn nicht. Das heißt, der Leitungswasser soll gesünder sein als gekauftes Mineralwasser. Weil das ja verschmutzt und bearbeitet mit was auch immer. Und der Kalk, der halt vorkommt in dem Leitungswasser, der soll halt gesund sein. Der hat auch Mineralien, die der Körper braucht. Das ist strange. Aber schön, dass es wenigstens das in Deutschland läuft. Das Wasser. Und halt, Österreich nehme ich an. Was ist denn los jetzt schon wieder? Ha, hab ich dich. Ja, zu beschweren hat sich sowieso nie jemand darüber, was du machst und trinkst. Was sind das für Säcke da hinten? Das sind doch die Dinger im Rachen. Wie heißt man. Wie heißen die nochmal? Die Teile, die im Rachen hängen. Bin grad ein bisschen doof. Weil bin ich das nicht. Fünf Puzzleteile, eins habe ich schon. Damit kann ich leben. Oh, ist das der große Fisch? Oh, Mine. Mhm.
Wie jetzt? In euren Flüssen vielleicht? Ich mach Spaß. Ich kenne ja ein paar Österreicher, mit denen ich mal wieder zocke. Und Mo ist einen von euch, also der, den du kennst, gerade aus der Steiermark bei euch. Kommt zwischen Weihnachten und Silvester her. Es wird schlimm. Boah, diese Minen sind fies. Hier ist noch ein Herz. Ah, da links, das sah doch ein bisschen noch irgendwas aus, aber ich verzichte. Ich würde aber gerne die Bananen mitnehmen, denn man weiß ja nie, was die hier wieder einbauen. Oh, shit. Okay, tschüss, Dixie. War es mir jetzt wert, um nachzugucken, ob da was ist? Auch wenn da nichts war. Was ich brauche, ist Luft und da ist Luft. Perfekt. Und ein Checkpoint. Wunderbar. Ihr hinterlasst doch bestimmt irgendwas da oben. Nein. Ja, das wundert mich. An irgendwas erinnert mich diese semi-aggressive Musik. Spannung aufbaut. Oh shit. Gib mir Dixie. Hallo? Oh, gleich. Ich wollte in das Fass mit Dixie. Ich brauche Schlaf, glaube ich. Oh Mann. Ich war heute Morgen gut wach, schön früh am Morgen. Ich habe gestern halt sehr lange geschlafen. Kam die Freundin her und dann früh ins Bett gegangen und dann bin ich halt um 5 Uhr morgens aufgewacht und konnte nicht mehr pennen. Dann war ich fit. Und dann gegen 11 Uhr einfach mal nochmal eingeschlafen. Ganz schön. Danach war der Tag dann richtig schwierig. Oh. Ein dicker Achtbeiner. Ey. Der macht das Ding kaputt. Und ich wollte den Inhalt vor ihm haben. Da ist doch bestimmt ein Puzzleteil, wenn man schnell genug ist. Oder das ist einfach Deko, was aber ein bisschen doof wäre, denn die Dinger stehen ja eigentlich für, hey, mach mich kaputt. Die Muscheln. So, also direkt mal nach oben. Ja, du sollst dich schon hochdrehen, DK. Da kam nur eine Banane raus, okay. Ich versuche mich doch nur umzugucken, Mann. Da rechts. Es ist schwer, wenn man sich alles angucken will und alle Puzzleteile will. Allgemein. Ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass es so direkt Schaden macht. Ja, ich hab's gewusst. Es sah halt stark nach Secret aus. 3 von 5. Und immer noch nur das K. Okay, ciao Dixie. Ich geh erstmal drauf. Habe ich immerhin das Puzzleteil. Ich muss immer noch mal nachschauen, ob es auch gespeichert ist. Habe ich das O übersehen oder kommt das echt erst zu spät? Das irritiert mich ein bisschen. Diese LR-Fähigkeit benutze ich gar nicht. Zwischen Donkey und dem Partner, den er hat. Ich vergesse immer, dass es die gibt, aber ich will sie auch gar nicht benutzen, ehrlich gesagt.
Rechts. Ey, nicht so schnell. Okay, es muss schnell gehen. Da kann ich mir auch einen Hit erlauben, da oben. Nur Sorge wegen dem Kong. So, schon mal voraus. Ah. Ich bin schneller als du. Wow, warum komme ich den Schaden davon? Nach oben gucken. Hier ist erst das O, also alles gut. Bin entkommen! Okay. Kriege ich dann schon hin. Hard Mode. Ey! Immer langsam. Den jungen Tentakeln. Schon wieder nach hinten. Gerne wieder Dixie. Hier kann ich schön Gas geben, auch wenn ich das nicht so häufig benutze. Da oben. Zeig mal. Ist das ein Bonuslevel? Das ist ein Bonuslevel. Perfekt. Oh, du mit deinen fetten Tentakeln. Oh, er macht sich dick. Schon wieder in einem Hentai gelandet. Bananen, die ich mitnehme, wenn ich schon mal da bin. Okay, ich dachte schon, hier ist das ein Puzzleteil verborgen. Und wegen sammle jede Staude, die erscheint. Es wäre ein bisschen versteckt gewesen. Der einen ersten Staude, die da unten war. Und da rein. Ich schaue hier oben immer, ob es hier irgendwas gibt, aber bisher noch nie. Oh shit! Ja, nimm mit. Oh shit! Das G! Ich brauche das G! Ah! Dieser Hit! Oh! Okay. Holy crap! Ein Puzzleteil. Wo ist er? Das letzte. Das war jetzt ein bisschen unfair. Jungs! Langsam machen. Luft. Ich muss kurz warten. Weiter. Kurz zu warten. Ja, so lange warten kann ich nicht. Ja, jetzt wird's langsam heavy. Boah. Mal Luft mitnehmen. Einfach durch. Ach so. Oh fuck. Da habe ich schneller sein müssen. Verpasst. Wo denn verpasst? Das Puzzleteil? Echt? War es auf dem Weg nach oben?
Alter. Alter. Ich versuche meine Augen gerade auch extra offen zu halten. Ein bisschen teilen, aber sehr. Boah, da rechts war's. Jetzt habe ich's gesehen. Da war eine Öffnung. Wenn man auf die Scheiße achten muss, ist es auch schwierig. Wird im Hardmode schon machbar sein, denke ich. Gleicht sich aus mit dem Puzzleteile suchen, sammeln und einfach nur nicht treffen lassen. Na gut, die Kong-Buchstaben muss man da schon noch suchen, aber die sind meistens relativ auf dem Weg. Na gut, das habe ich jetzt in Kauf genommen. Hoch. Oh shit. Nein! Boah! Das war knapp. Gib Gas. Okay. Geschafft! Ja, da weißt du schon Bescheid. Ich mag solche Challenges. Ozitanien. Okay. Habe ich das auch hinter mir gebracht? Fiesta la irgendwas. Hier ist der Laden. Es geht ab, Funky. Affenstarkes Timing. Ich habe mir gerade ein paar Bananenmützen gewünscht. Hast du was Letztes für mich dabei? Eigentlich ja nicht. Das Spiel ist ja schon einfach genug. Ja, asozial, aber mag es asozial. Fiesta Kavum. Viele Bum-Bum-Fässer. Sowieso erstmal kommt Pokémon dran und alles, bis ich mal an die 200% komme. Oder überhaupt das Spiel hier mal durchkrieg. Deshalb Kaboom. Oh wow. Oh, hallo. Na gut, die Bomben kann ich noch halbwegs umgehen. Ey, 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 ey. Immer langsam. Vergesst immer, dass es hier runter geht. Und den hätte ich benutzen müssen, da geht's nämlich hoch. Ach komm. Ja, es gibt jetzt wohl ein Puzzleteil oder so. Nee, nicht mal. Wie komme ich jetzt da hoch? Na gut, wenn hier ein Checkpoint ist, dann ist alles gut. Ja, lass mich einfach sterben. DKCR Time Trials. Wenn ich das Spiel hätte. Gerne. Auch Time Trials mag ich eigentlich. Ja, das ist ja relativ geschenkt hier. Jetzt
zwar nur die Münze. Hier, die Bananen. Okay, jetzt random was rauskommt. Kann man sich hier ducken? Ja. Oh shit. Pixie, ich brauch dich, Mädel. Das Teil, ducken. Hopp. Die dürfen ruhig sterben. Was ist denn hier oben? Kann man das kaputt sprengen oder so? Lass mich das mal testen, das sieht nämlich stark danach aus. Ja. Das war zu offensichtlich. Kein Nintendo-Spieler hat so einen Vorsprung da oben und macht nichts draus. Ja, wow. Ich springe einfach in die Stacheln, zu schauen, was passiert. Ist da oben was? Ey, da hängt einfach ein Stein im Vordergrund. Oha. Was zur Hölle? Hier, weg mit euch. Ha! Und ein Herz. Oh, ja. Ich brauche euch scheinbar. Ja! Hab doch bestimmt schon irgendwo was verpasst. Ich kenne auch das Spiel. 3 von 7, etwa die Hälfte und ich habe das K und das O. Bisher gibt das Verhältnis Sinn. Da links, warte. Oh shit. Ah. Kommt die Plattform wieder oder wie sieht das aus? Shit. Ja, das war's. Ich habe einfach gehofft, dass ich dann wieder zurückkommen kann, wenn ich das jetzt versuche mit dem nach links gehen. Aber nein! Geht's halt ohne Dixie weiter. Wo ist denn dann ja auch die Challenge? Ist ja viel zu einfach hier. Oh shit. Okay. Ich baller mal nach rechts. Da ist nichts. Alle Münzen holen war ein Puzzleteil. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wie hast du Lulz jetzt mal gemacht? Ja gut, ich wusste jetzt nicht, wie man da durch soll, um da Münzen mitzukriegen. Wird nicht immer ganz ersichtlich durch die 3D-Ansicht. Aber ist ja halb so wild bei ein paar Münzen. Wenn es da noch ein Puzzleteil gibt, gehen würde, das würde mir schon eher anpissen. Da oben ist was. Ja, wow. Ich brauche den Fisch nicht mal dazu. Schafft man auch so. Jetzt bitte nicht verkacken hier. Das Bonuslevel ist nämlich nicht gerade am Start und ich kann mich an keinen Checkpoint in letzter Zeit erinnern. Und bisher aber noch ganz okay in der Zeit. 10 Sekunden sollten reichen für den Rest. Jo. Sehr schön. Mein Herzchen. Was? Ach, das G ist. Okay. Das G ist okay. Oh shit.
Lass mal noch einen. Schon wieder. Schmeiß mal noch einen. Nicht zu weit weg gelandet. So viel. Ja. Okay. Perfekt. 6 von 7, eins noch. Na, das Kong habe ich schon komplett. Oh, fuck. Was ist denn bei dir los? Yes! Erwischt. Ich hätte es ja trotzdem noch gern. Das letzte Puzzleteil. Hoffentlich am Ende. Oh. Oh. Ich hab gehofft, das ist irgendwo daneben, aber nein. Habe ich es eventuell irgendwo verpasst. Ach komm, ich hoffe nicht. Wenn doch, dann werde ich in dem Fall aber Squawks mitnehmen. Oh wow. Nach dem Level mache ich auch Streamende, denke ich. Für heute rechts. Alter! Oh, warum bin ich denn so doof? Ist egal, weil hier kriegt man ja eh ein Herz. Ich sehe da unterwegs nichts mehr, was ein Puzzleteil sein könnte. Er springt genau in dem Moment. Jetzt trollt mich das Spiel auch ein bisschen. Ey. Kommen hier lauter Bots in den Stream, was soll denn das? Den kassiere ich gerne, denn hier gibt es ein Herz. Es geht nämlich auch gleich mit, weil es kann. Den springe ich in die Luft, weil er ein Arsch ist. Und ich springe da selber rein. Ach komm. Ach komm. Ich sterbe gerade auf alle seltsamsten Arten, wie man sich nur aussuchen kann. Ich will gerade nur durch das Level. Ich scheiße auf das letzte Puzzleteil, jetzt hole ich dann, wenn es sein muss, nächstes Mal. Wenn ich besser darauf achten kann. Okay, danke. Da rechts vielleicht doch? Ich nehme Squawks nächstes Mal mit. Das geht nicht? Warum habe ich das geht nicht mitgenommen? Ich habe das geht nicht mitgenommen. Ja, logisch. Ich sag mal, ciao Stream. Gute Nacht. Oder bis bald. Ich werde morgen wahrscheinlich noch einen Stream machen und dann... Wird auch gleich Pokémon gespielt. Ja, schade. Bis dahin, bye bye und tschüssi.